Vorsicht bitte auf der A565 Meckenheim in Richtung Bonn. Kurz vor der Abfahrt von Bonn hat es da gerade einen Auffahrunfall gegeben und die Polizei ist noch nicht da. Fahren Sie hier bitte besonders vorsichtig. Dann noch eine kurze Erinnerung: Die Rheinbrücke der A1 bei Leverkusen ist noch bis Montagmorgen gesperrt. Wenn Sie also heute oder am Wochenende auf die Rheinbrücke fahren wollen, müssen Sie sich auf Stau einstellen. Es sind zwar offizielle Umleitungen über die A4 oder auch über die A46 eingerichtet, die werden aber auch ziemlich voll sein, also wir am Wochenende rechtzeitig losfahren. Kommen wir zu den Staus. A3 geht von Oberhausen, zwischen Dörr-Eschenhörner und Köln-Mühlheim 7 Kilometer, da verlieren Sie in etwa eine halbe Stunde. Dann die A4 Richtung Aachen, zwischen dem Kreuz Köln-Ramberg und dem Kreuz Köln-Süd 3 Kilometer. A61 Richtung Koblenz, zwischen Rheinbach und dem Dreieck Winzig 10 Kilometer Koblenz. A555 Richtung zwischen der Oberhausen und dem Kreuz Köln-Süd 2 Kilometer Stau. Und die A565 Meckenheim bis von Bonn, zwischen Bonn-Pappelsdorf und Bonn-Auerberg 5 Kilometer stoppender Verkehr. Der Abfahrt zum Nutzer steht im Moment in Siegburg auf der Kaldauer Straße in Richtung Kaldau. Und wenn Sie noch was sehen, bitte kurz anrufen. Unsere Hotline ist die 0228 4007 111. Das Wetter geht auch Richtung Wochenende. Natürlich sind gute Nachrichten. Vor allem morgen soll es ja richtig schön werden bei uns am Rheinsegeln. Aber eigentlich ja perfekt, um eine Menge coole Sachen anzustellen. Und die Tipps dazu, die gibt es gleich bei mir gegen Viertel nach drei. Ich bin Viertel nach drei, lass uns nochmal hören. Hallo. Wenn das passiert, dann...